Hallo, das ist mein erster Mindtest-Vlog mit dem ganz simplen Einstieg in wie installiere ich Mindtest. Wie kann ich es auf meinem Rechner lauffähig machen? Ich werde es für Windows zeigen. Ihr werdet sehen, es gibt es auch für andere Betriebssysteme. Mein Name ist Tobias. Im Netz und auf Mindtest bin ich oft als Dogromi unterwegs. Also falls ihr mir auf dem Corona-Bildungsserver oder an anderen Stellen begegnet, ganz oft habe ich den Namen Stogromi. Wenn ihr Mindtest installieren wollt, es ist frei, kostenlos, geht ihr einfach auf mindtest.net, öffnet diese Seite, klickt anschließend auf Download und dann seht ihr, es ist für verschiedene Betriebssysteme verfügbar. Wenn ihr es auf dem Handy spielen wollt, ich finde es ein bisschen unkomfortabel, aber man kann es auf dem Handy spielen, dann einfach bei Android in den Google Play Store gehen, dort die aktuelle Version runterladen oder auch im F-Droid Store findet man Mindtest. Gibt es für FreeBSD, für Linux, für macOS leider nicht für iOS. Und Mindtest ist ein Open-Source-Programm. Das heißt, ich könnte auch den Quellcode einfach runterladen und auf meinem eigenen Betriebssystem installieren. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die jetzt hier sind, wissen wollen, wie es auf Windows geht. Dafür gehe ich auf Windows 5.1.1. Das ist die aktuelle Version. Portable 64-Bit. Das ist für Windows 10 Systeme. Und lade die Datei runter. Kann ich hier im Firefox, es gibt hier dieses Download-Symbol, da könnte ich die Datei, es ist eine ZIP-Datei, bitte jetzt noch nicht öffnen, sondern die muss erst entpackt werden. Deshalb gehe ich in den Download-Ordner, finde dort Mindtest und ich könnte sie jetzt hier entpacken und dann wäre das auch ganz schick, wenn ich sie hier auf dem liegen hätte, aber ich werde jetzt mal probieren, ich schneide sie mal aus hier und lege sie mir auf den Desktop, weil ich da das irgendwie für mich angenehmer finde, wenn ich es auf einem Desktop habe. Und jetzt entpacke ich sie mir hier auf dem Desktop. Entpacken heißt, ich kann ein Tool nutzen wie 7-Zip, habe ich hier auf meinem Rechner Dateien entpacken. Oder ich nutze das Windows-eigene Tool, das würde ich jetzt hier machen, alle extrahieren. Klicke ich rechte Maustaste drauf, alle extrahieren und entpacke das Programm. Wie man sieht jetzt hier in den Ordner, Mindtest 5.1.1. Portable heißt das Ganze deshalb, weil es fast überall liegen kann und von fast jedem Platz auf dem Rechner gestartet werden kann. Selbst ein USB-Stick oder eine externe Festplatte funktionieren. Wir haben es auch schon in Schulnetzwerken direkt vom Schulserver gestartet oder aus dem ganz privaten Ordner der Schüler, der jedes muss dann jedes Mal neu reinkopiert werden muss. Das heißt, es läuft wirklich an ganz, ganz vielen Plätzen. Es ist relativ ressourcenschonend. Man braucht auch tatsächlich nicht viele Grafikkartenleistung, Rechnerleistung und so weiter, um das damit klarzukommen. Jetzt hat er das also erfolgreich entpackt. Ich lösche jetzt mal die Datei, die ZIP-Datei, weil dies verwirrt mich immer später. Ich werde die manchmal öffnen und aus der ZIP-Datei, die ZIP-Datei kann ich zwar hier öffnen, aber tatsächlich ist es so, dass wenn ich es aus der ZIP-Datei starte, wird mein Test nicht funktionieren. Also lösche ich diese Datei und gehe in meinen Ordner Mindtest 5.1.1. Und jetzt kommt das, was ein bisschen schwierig ist. Ich muss in diesem Ordner jetzt auf die Bin-Datei gehen. Genau, ich öffne jetzt die Datei und jetzt habe ich hier die Mindtest-Exe und jetzt stelle ich mir eine Verknüpfung auf dem Desktop. Das mache ich, indem ich einfach Senden an Desktop schicke und dann habe ich das hier auf dem Desktop liegen. Und jetzt kann ich ganz simpel hier drauf gehen, Mindtest-Verknüpfung, weil ich manchmal verschiedene Mindtest-Versionen habe, nenne ich die jetzt noch um, indem ich einmal draufklicke, 5.1.1. Müsst ihr so nicht machen, weil ihr werdet vielleicht nicht verschiedene Mindtest-Versionen haben. Und jetzt kann ich Mindtest starten und kann jetzt hier entweder ein lokales Spiel starten, einem Spiel beitreten. Aber das ist dann Teil schon für den nächsten Vlog. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Euer Tobias aka Stogromi.